Alter, Jolina, was geht denn ab? Du findest mich doch eh heißer als Mama. Mama muss davon ja nichts wissen. Was wissen? Was ist denn hier los? Nee, jetzt mal im Ernst. Was geht hier ab? Das interessiert mich auch. Mama! Nee, ich sehe schon. Was ist das denn? Jolina, lösch das Video sofort! Verdammt! Das machst du doch nur, um unsere Beziehung kaputt zu machen. Mama, ich habe keinen Bock auf ihn. Er läuft hier jeden Tag halbnackt rum. Und Mama, außerdem gafft er mir hinterher. Ach, Jolina, chill mal eine Runde. Gaffen, das kann ganz harte Konsequenzen haben, sowas zu behaupten. Das macht mich richtig wütend. Jolina, du weißt schon, das ist ein Notfall, dass er hier untergekommen ist. Er hat einen Wasserrohrbruch zu Hause. Du wirst dich ja wohl mal 4 oder 5 Wochen zusammenreißen können. Akzeptier bitte, dass wir uns lieben. Sascha, aber jetzt mal im Ernst. Warum hast du sie nicht direkt rausgeschmissen, als sie zu dir in die Dusche geklettert ist? Oder du hättest doch sehen müssen, dass sie da ein Handy aufstellt. Ich habe geduscht. Ja. Du unterstellst mir doch nicht wirklich, ich hätte was mit deiner Tochter. Nee, hallo, das habe ich nicht. Tochter, so, echt, mach mich sauer. Sascha. Ja, mach mich sauer. Das habe ich nicht gesagt. Echt abgefahren. Sascha, es tut mir leid. Ich wollte dir nichts unterstellen, okay? Ich finde halt nur, wir haben Jolina da ein bisschen mit überrumpelt. Du bist hier von heute auf morgen Hals über Kopf eingezogen. Wegen dem Rohrbruch. Es ging nur mal nicht anders. Ja, ne? Aber ja. Klar. So, aber ich hätte sie vielleicht wirklich fragen sollen. Wenn Elternpaare sich trennen, ist es natürlich eine heikle Situation, wenn neue dazukommen. Das heißt, auch da bräuchte es ein bisschen Zeit, es bräuchte Vorbereitung. Und es kann auch sein, dass die Kinder erstmal ablehnen, den neuen Partnern gegenüberstehen, den jeweils neuen Partnern gegenüberstehen, einfach weil sie natürlich die Eltern im Mittelpunkt haben. Am nächsten Tag ist die 18-jährige Jolina Kleinschmidt mit ihrem Vater Thorsten verabredet. Bei der Gelegenheit kommt es zum ersten Aufeinandertreffen des Ex-Mannes von Jolinas Mutter und deren neuem Freund Sascha. Hi, grüß dich. Hi. Ich bin Thorsten, der Ex-Mann von Daniela. Ich wollte Jolina abholen zum gemeinsamen Shoppen. Komm rein. Ja. Schön, dich mal zu sehen. Ist das eigentlich normal, dass du immer hier so halbnackt durch die Bude hüpfst? Ja, ich bin so aufgewachsen. Für mich ist das nichts Besonderes. Ja, wenn das für dich normal ist, okay. Ja. Ja. Aber eine andere Sache, ich hatte gestern mit Daniela telefoniert. Mhm. Die hatte mir von der gemeinsamen Duschaktion erzählt. Und dass Jolina sich belästigt fühlt durch dich. Würdest du begaffen? Ist was dran? Thorsten, ganz ehrlich, ist nicht der Fall. Ich hoffe es. Wirklich, ich kann deine Besorgnis verstehen, aber mache ich nicht. Sollte da was da dran sein? Wenn wir uns beide richtig kennen. Ne? Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Haben wir. Okay. Hi, Papa. Hi, Jolina. Ja? Wollen wir direkt los? Ja, lass uns shoppen gehen. Jolina, erzähl mal bitte deinem Vater, dass ich dir Geh mir nicht auf die Nerven. Was Jolinas Vater nicht weiß, das Video aus dem Badezimmer hat sie noch in der Cloud und zeigt es am nächsten Tag ihrer besten Freundin Laura. Mit dem unerlaubten Filmen und dem Verbreiten macht sie sich strafbar. Jolina, das hast du nicht ernsthaft gemacht? Doch, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Typen. Der soll einfach raus. Ach, stell dich nicht so an. Der sieht jetzt nicht so schlecht aus. Vielleicht ein bisschen älter, aber Alter ist nur eine Zahl. Und ey, siehst du, wie der dich anguckt? Du, der hätte kein Problem damit gehabt, wenn deine Mom nicht reingekommen wäre. Meinst du? Ja, safe. Siehst du nicht seine Augen, sein Blick? Alles funkelt, aber ich glaube, Jane findet das nicht so cool, oder? Was sagt ihr davon? Nicht so cool? Nix, es ging um die Mathearbeit morgen. Richtig, Mathearbeit. Was für eine Mathearbeit? Ihr habt doch ein Video geschaut, zeig mal her. Nein. Zeig her, hab ich gehört. Jaden! Digga, was hast du da an? Bist du, hä? Was ist los mit dir? Jaden, ich hab das nur gemacht, um den neuen Typen von meiner Mutter loszuwerden. Du weißt doch, dass ich den nicht leiden kann. Und dafür gehst du mit dem in die Dusche? Bist du, hä, bist du dumm? Jaden, glaub mir doch einfach. Digga, dein Ernst? Ich, Digga, gib mir jetzt mein Handy, wer. Jaden, das, glaub mir doch Nein, einfach. Nein, ich bin maßlos enttäuscht, ich schwöre. Das war's. Jaden, Nein, wir brauchen ist das dein reden. Ernst? Jaden! Ciao. Sascha hat Jolina nach Hause gebracht und ihr auf dem Weg noch eine Portion Fritten spendiert. Die 18-Jährige hat allerdings Lust auf mehr. Ich bin mir sicher, wir haben hier irgendwo noch Alkohol. Du brauchst jetzt noch Alkohol. Noch einen kurzen? Ja, genau. Am besten eine halbe Flasche Wodka, ne? Ja. Der Hut steht dir gut. Ja, danke schön. Geht's? Isst du deine Pommes noch oder? Ja, du kannst probieren. Oh nee, danke. Das. Ey, kümmere dich nicht drum. Kümmere dich nicht drum. Leg dich mal hin. Ich mach das. Jawohl.
Ei. Ei. Warte, warte, ich helfe dir. Ein Arm durch. Noch ein Arm durch. Ja, jawohl. Wir haben's. Wir haben's. Hoppla, hopp. Und dann wird geschlafen. So. Du bist mein Held. Richtig. Und Helden haben nachts was zu tun. Du schläfst dich jetzt aus und ich gehe die Welt retten. Gute Nacht, Julina. Sascha, warte doch noch mal kurz. Setz dich doch bitte noch mal. Was ist denn los? Du bist ein echt toller Kerl. Wirklich. Danke. Dankeschön. Gerne. Julina, was soll denn der Scheiß, Mann? Ist das jetzt wieder so eine Duschnummer? Sei mal ehrlich. Es tut mir wirklich leid. Ich habe einfach zu viel getrunken. Wirklich. Bitte vergiss es. Wir reden da morgen drüber. Schlaf dich erstmal aus. Sascha fällt hier wirklich komplett aus der Rolle raus. Er bringt sie nach Hause und natürlich. Der Vater von Julina würde vielleicht auch sie fragen, kann ich dir beim Ausziehen helfen oder würde vielleicht sogar ein bisschen mehr Abstand halten, weil sie ist jetzt schon in einem Alter, wo sie eigentlich auch eine Intimsphäre hat. Da ist es auch für leibliche Eltern wichtig, Abstand zu halten und das eben fein zu justieren, gerade für den zwischen Vater und Tochter. Aber er verlässt hier wirklich jegliche Ebenen und verwechselt das komplett. Also er scheint wenig Erfahrung mit Kindern zu haben, aber vielleicht auch gar nicht das Interesse an der Stelle. Der nächste Tag. Daniela ahnt noch nichts von den aufkeimenden Gefühlen ihrer Tochter. Das soll sich jedoch ändern, als plötzlich Julinas Ex-Freund Jaden an ihrem Arbeitsplatz auftaucht. Wir haben noch geschlossen. Ja, das Schild kann ich sehen, aber ich muss zu Ihnen. Ich muss mit Ihnen sprechen. Jaden, was machst du denn hier? Es geht um Ihre Tochter und Ihren Freund, um dieses Video in der Dusche, wo es ja angeblich hieß, dass das sein sollte, damit sie ihren Freund los wird. Ja, das war ja auch so. Pass mal auf, Jaden, Julina, die vermisst dich unheimlich. Ja? Und die wollte den Sascha tatsächlich loswerden. Was? Es wäre super, wenn du ihr noch eine Chance geben würdest. Die ist wirklich traurig. Glauben Sie das wirklich? Wie naiv sind Sie bitte? Natürlich glaube ich das. Zwischen denen läuft was. Ach bitte, Jaden. 100%, da bin ich mir sicher. Allein schon in der Schule letztens, wie die sich angeschaut haben. Moment mal, in der Schule? Ja, in der Schule. Ihr Freund war bei uns auf der Schule. Sascha war in der Schule bei Julina. Genau, und der wollte auf mich losgehen, er war aggressiv. Aber mit ihrer Tochter, da war alles prima. Die haben sich angeschaut, die haben sich umarmt. Also so umarmen sich nicht einfach nur irgendwelche Menschen, das sah schon auf jeden Fall nach etwas aus. Nee, das ist jetzt, also das ist wirklich völliger Quatsch. Julina vermisst dich und will sicherlich nichts von Sascha. Sascha ist mein Freund. Da läuft 100% was. Ich wollte Ihnen das nur mitteilen. Wenn Sie mir das nicht glauben, ich habe eigentlich keinen Bock, darüber zu reden. So, ich bin auf jeden Fall weg hier und viel Spaß noch. Was war das denn? Sag mal, glaubst du, es wirkt irgendwas zwischen den beiden? Nein, natürlich nicht. Quatsch, Sascha ist doch viel zu alt für Julina. Obwohl Daniela es für völlig abwegig hält, dass zwischen ihrem Freund und ihrer Tochter etwas laufen könnte, gehen ihr Jadens Worte nicht mehr aus dem Kopf. Und dann kommen auch ihr erste Zweifel. Aber sicher doch, wie beim Italiener. Wie beim Italiener. Ich mach nur Spaß. Das klingt geil. Das ist Top-Kette. Vom Feinsten deine Nudeln. Hi, ihr habt ja Spaß. Oh, Mama. Ich dachte, du musst noch länger arbeiten. Nee, das mit dem Schmücken der Geburtstagsparty ging halt ein bisschen schneller. Und dann dachte ich, ich komme mal vorbei, bevor ich heute Abend wieder los muss. Mhm. Tipptopp. Kannst mit uns essen, wenn du möchtest. Wir haben Spaghetti Bolognese gekocht. Ich würde lieber mal gern mit dir sprechen. Unter vier Augen. Ja, das passt. Ich wollte eh auf Toilette. Okay. Was ist denn los? Pass mal auf. Kannst du mir mal sagen, warum du dich mit Jaden gestritten hast? Und warum du dich überhaupt mit einem Teenager anlegst, kann ich nicht verstehen. Und warum hast du überhaupt Julina in die Schule gefahren? Dani, das ist keine spektakuläre Sache. Julina hat den Bus verpasst und ich habe sie kurzerhand in die Schule gefahren. Dann hat sie ihr Handy im Auto verloren und ich bin nachgelaufen und habe sie wiedergebracht. Und dann kam dieser Jaden-Typ und der hat Stress mit mir gemacht. Ich habe Julina verteidigt, weil der sie angegriffen hat und zwar massiv. Okay, aber warte mal. Willst du wissen, was Jaden noch gesagt hat? Was denn? Jaden meint, du hast eine Affäre mit Julina. Und deswegen hattet ihr Streit.
Mir geht diese Thematik auf die Nerven, Dani. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Was soll dieser Scheiß? Was für eine Affäre mit deiner Tochter, Mann? Das nervt. Ja, aber ja, es würde zumindest erklären, warum du mir nichts von dem Streit erzählt hast, ja, oder? Das würde einiges erklären. Ja. Ich muss dir nichts erklären. Da ist nichts und basta. Ich hab keinen Bock mehr. Mir ist der Appetit vergangen. Ich geh jetzt klettern. Sascha, das bringt ja jetzt auch nichts, wenn du jetzt abhaust, oder? Ja, ciao. Ja, das ist auch eine Lösung. Den Streit zwischen Sascha und ihrer Mutter hat Jolina heimlich belauscht und folgt dem 42-Jährigen. Die Schülerin muss unbedingt etwas Wichtiges loswerden. Der Streit mit Mama und dir, der tut mir richtig leid. Ich wollte das alles gar nicht. Ja, gib dir nicht die Schuld. Doch, das ist meine Schuld. Ihr habt euch gestritten wegen dem Streit zwischen mir und Jaden, weil du mich beschützt hast. Das hätte ich für jeden gemacht, Julie. Der hat dich massiv beleidigt. Natürlich gehe ich dazwischen. Kein Plan, warum Dani jetzt schon wieder auf diesen Trichter kommt, dass wir was zusammen hätten. Einmal hast du versucht, mich zu küssen. Sturzbetrunken. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Ich habe mich in dich verknallt. Mir geht's genauso. Seit diesem Kuss, ich krieg dich nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, ich habe mich auch verliebt. Mama, wie lange geht das schon mit euch so? Mama, wirklich, es tut mir leid. Wir haben uns ineinander verliebt. Es tut mir leid? Ihr habt euch verliebt. Ach so, und deswegen fasst du mich nicht mehr an. Mama, es tut mir wirklich leid. Wirklich. Soll ich jetzt noch Mitleid mit dir haben? Du hast mir meinen Freund ausgespannt. Das reicht jetzt, wisst ihr was? Ihr seid für mich gestorben. Ihr könnt eure Sachen packen und verschwindet aus meiner Wohnung. Mama, du kannst mich doch jetzt nicht so rausschmeißen. Natürlich kann ich das. Du bist volljährig. Es reicht, ich will euch nicht mehr sehen. Mama, bitte. Nein. Natürlich ist es problematisch, dass jetzt die Mutter sich quasi zurückzieht und die Tochter rausschmeißt. Dass sie den Lebensgefährten vor die Tür setzt, ist nachvollziehbar und wäre auch ein guter Schritt. Für die Tochter ist sie nach wie vor die Mutter und auch mit ein Stück verantwortlich. Schulsozialpädagogin Rosella van Kleve will zwischen der 18-Jährigen und ihrer Mutter Daniela vermitteln. Jolina lebt aktuell bei ihrem Vater Thorsten, dem sie bereits anvertraut hat, dass sie schwanger ist. Vom Ex-Freund ihrer Mutter. Jolina hatte sich ja an mich gewandt, auch mit der Bitte, dass wir die familiäre Thematik aufgreifen und besprechen. Das war bestimmt auch nicht einfach, jetzt für sie herzukommen. Vielen Dank dafür. Ja? Jolina, erzähl doch einfach mal. Mama, es tut mir wirklich leid. Ich wollte das alles gar nicht. Mama, ich brauche dich einfach. Und nicht nur ich brauche dich. Was soll das denn jetzt heißen? Mama, ich bin schwanger. Was? Du bist schwanger? Von Sascha? Ja. Sag mal, wusstest du das schon? Ja, aber ich muss dir versprechen, nichts zu sagen. Tut mir leid. Hast du mich gestern so unter Druck gesetzt, dass ich den Schwangerschaftstest machen soll? Welchen Schwangerschaftstest? Nein, nein, keine Sorge, ich bin nicht schwanger. Der Test war negativ. Ich habe auch jetzt mittlerweile meine Tage bekommen, also das ist aus der Welt. Das ist ja jetzt ein Schock für mich. Okay. Frau Kleinschmidt, nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Geht es nicht darum, dass wir direkt eine Klärung finden. Das ist sehr viel an Informationen, was Sie hier gerade miteinander austauschen und auch emotional sehr belastend. Selbst wenn ich mich gegen Sascha entscheiden würde. Ich brauche dich wirklich. Du bist alles für mich. Wirklich. Jolina, ich vermisse dich genauso. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber du hast mich so verletzt. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal für die Tür, wenn das in Ordnung ist. Ja, selbstverständlich. Absolut. Kann ich absolut nachvollziehen. Vielleicht würden Sie Ihre Ex-Frau begleiten, ja? Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss, meine Süße. Das war klar. Und? Schau mal, jetzt ist es erstmal raus. Dass deine Mutter jetzt so reagiert, das ist vollkommen normal und absolut verständlich. Dank regelmäßiger Treffen mit Rosella van Kleve haben sich Mutter und Tochter wieder angenähert. Daniela und ihr Ex-Mann Thorsten unterstützen die mittlerweile hochschwangere Jolina. Aber was ist mit Kindsvater Sascha? Wie kommst du eigentlich mit der Situation zurecht? Ach ja, komm, ich habe mich damit abgefunden und
ich gehe mir aus dem Weg und suche jetzt nicht unbedingt das Gespräch, aber es geht. Weißt du was? Ich finde das echt klasse. Mach das für Jolina und das Baby und er liebt die beiden auch. Das ist wichtig. Ja, stimmt. Hallo zusammen. Schau mal, die drei Kisten müssen ins Auto und der Kinderwagen auch. Mhm. Nimm zwei Kisten erstmal. Ich danke dir wirklich sehr für die Unterstützung. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ach, Maus. Doch, natürlich ist das selbstverständlich. Komm, das mache ich für dich und das Baby. Ach, Mann, Maus. Ich will einfach nur, dass du ein super gesundes und glückliches Baby auf die Welt bekommst. Vielen, vielen Dank, Mama. Sehr gerne.